Wieder einmal besteigen wir die 7000 Stufen nach Hochodgar. Ein Bär. Genau eine Stunde habe ich das jetzt nicht machen müssen. Ja? Und nun passiert es doch. Da wir es zweimal genießt haben, mussten auch zwei Ziegen dementsprechend dran glauben. Was? Oh, der war angeschlagen, sicherlich vom Eistroll. Ich glaube, die beiden vertragen sich nicht. Scheinbar. Naja. Mich nicht so. Stimmt. Nee, ist ein Troll. Komm mal ran da. Mhm. Drecksvieh, ey. Kann nicht sein, sowas, ey. Irgendwas ist ja immer. Hey, komm mal runter da. Plopp. So. Schluss jetzt. Wundert mich, dass hier diesmal keine Eisgeister hier herumtrieben. Auf dem Weg zur Spitze hätte ich schon mit Eisgeistern noch gerechnet. Ja, wobei, jetzt kommen sie wahrscheinlich nur noch vom
Von Hrothgar bis zum Hals der Welt. Kann ich mich jetzt nicht heilen, ne? Nee. Wolkenlose Himmel. Warte mal. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Möge der Wind euch leiten. Dann wollen wir mal wieder. Genau, weg. Vielleicht denken wir auch diesmal daran, das Ebenerz von oben wegzuholen. Aua. Eistroll. Wenn Reinhold Messner wüsste.
Ach, guck mal. Hey. Ihr habt sie. Die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Tietkrach. Kalos. Die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Die Zeitwunde, das heißt... Hier. Und jetzt? Ach so, die soll ich jetzt da lesen. Speichern. Okay. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffwoth Akrin, sterbt jetzt vergebens. Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht. Vier seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sori, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, will Nein, ich das auch nicht wir wissen. Wir müssen uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin nervt dich!
Ja, und jetzt? Stehen wir da. Ich stehe auch wie angewurzelt da, kann nichts machen. Ich bin hungrig, ja toll. Nichts mehr machen. Es passiert auch nichts weiter. Keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwas passiert oder nicht. Wir stehen jetzt die ganze Zeit so. Seufzt. Warten wir noch ein bisschen, ansonsten muss ich leider abbrechen. Wenn jetzt nichts weiter passiert. Ich kann mich weder bewegen noch sonst was. Also die Drachen kommen auch nicht. Alduin kommt einfach nicht. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Tja, keine Ahnung, was da los ist. Also ich denke, ich werde wohl oder übel nochmal neu laden müssen. Weil ich habe das Gefühl, das kann nicht so richtig sein.
Gut, wir sehen uns dann einfach mal in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut.